Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. In der letzten Folge habe ich ja, haben wir ja zusammen den Bahnhof angefangen und ich habe versprochen, ich gehe hier hoch und hole ein paar Motoren. Das habe ich jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt hier Motoren, Elektromotoren. Wir können theoretisch genug Pumpen machen. Ich würde sagen, wir stellen auch schon mal nebenbei welche her. 10, 20, 30, 40, 50, machen wir mal 60 Stück. Die werden wir schon noch brauchen. Und ich habe gesehen, dass unsere Drohnen ordentliche Arbeit geleistet haben. Also hier ist noch ein bisschen was übrig. Das haben wir ja stehen lassen, weil die Drohnen sonst sich selbst abgebaut hätten, beziehungsweise ihren eigenen Hangar abgebaut hätten. Das wäre nicht so toll gewesen. Das machen wir noch kurz per Hand weg. So. Weg damit. Okay, hier ist es ein bisschen mehr. Aber das kriegen wir schon hin. So. Also, wie... ja. Alles klar. Da ist Stein. Und da ist ja nochmal Holz. Ich finde es schön, dass das automatisch hier einsortiert wird. Korrekt. Dann habe ich hier mit den Kisten vielleicht doch übertrieben. Aber wir haben fast 6000 Holz im System. Wir können theoretisch das hier auch noch automatisiert wegräumen lassen. So, und das hier würde ich dann ab... Ach, Moment, unsere Forschung ist fertig. Bergbauproduktivität. Könnten wir eigentlich sogar nochmal erhöhen, ne? Bonuskapazität für Greifarme. Einige dieser Upgrades fügen auch einen kleinen Bonus für Nicht-Stapelgreifarme hinzu. Okay. Aber das ist Stapelgreifarm. 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 Normaler Greifarm. Okay. Und die ersten waren, glaube ich, auch... Oder, nee, kein... Doch, der hier war auch für normalen Greifarm. Gut, dann kommt erst der... Aber schnellere Stapelgreifarme sind auf jeden Fall eine gute Sache. So, ich muss gleich mal schauen, wie man das hier am besten abbricht. Ah. 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 Ah, wir haben jetzt einen Baum... Killer. Das heißt, theoretisch kann ich auch das machen. Ah, und er wählt dann nur Bäume aus. Ja, nice. Okay, das ist cool. Die Frage ist, wie kann ich jetzt das da abbrechen? Weil ich will das da eigentlich nicht mehr haben. Shift rechts. Nee, dann... Nee, dann leere ich nur das Ding. Das will ich ja nicht. Nur Bäume. Aber kann ich das hier nochmal irgendwie sagen, ich will das doch nicht abreißen? Was ist, wenn ich das hier abbaue? Okay. Wobei, wenn ich ehrlich bin... Wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann würde ich sagen, so, netto. Unten ist am wichtigsten. Geht das? Geht nicht, weil die Kisten hier nicht in Range sind. Okay, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja drei leere. Ach ja, wir haben keine Roboters, ne? Gut, ich meine, die können das ja auch noch abreißen. Aber ich frage mich trotzdem, wie ich das wieder deselektiert bekomme. Oder ob ich dann für immer Pech habe.
So, haben wir noch Granaten? Granaten. Ja. Okay. Wobei ich sehe schon, dass das hier nicht ganz so einfach ist. Ich dachte, das wäre schon genug. Also es ist eigentlich sogar umso besser, dass wir hier den Rest abreißen lassen. Ja, nimm den mal mit. Hallo. So, 426 Bäume. So. Hier oben. Kommt ja dann der Bahnhof hin. Okay, hier sind jetzt so viele Bäume. Lassen wir das. Lassen wir das. Das dauert nur unnötig lange. Die sollen jetzt den ganzen Spaß hier auch noch abreißen. Ja, genau. Und dann sieht das ganz gut aus. Ja, finde ich gut. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht. So. Weil einfach löschen ist ja nicht. gut, also wir haben Motoren, wir haben Pumpen. Auf zurück zum eigentlichen Bauprojekt. Das machen wir uns jetzt aber verhältnismäßig einfach. Wir nehmen hier eine Lok. Und wir müssen in die Richtung. Und setzen die einfach auf das neue Gleis. Und dann fahren wir dahin. Bevor wir da jetzt 100 Jahre laufen. Ohne Betonwege. Fürchterlich. Landschaft ohne Beton. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay, Greifarme ist fertig. Ja, wir können ja nochmal, ne? Wir brauchen ja sonst nichts Dringenderes. Oder? Laser brauchen jetzt die, haben wir nicht. Ja, das wären hier so die wichtigen Sachen alle. Aber die haben wir alle nicht. Ja, wobei Arbeiter drin. Haben wir auch noch nicht. Also von dem her würde ich sagen, machen wir einfach nochmal. Oder Bergproduktivität. Nee, brauchen wir auch gerade nicht. Ich würde sagen. Okay. Auch können wir auch noch nicht. Hier. Greifarme. Greifarme sind immer gut. So. Und jetzt einmal schön mit unserer wunderschönen E-Lok, die immerhin, wie schnell fährt? 388 km/h. Einen fürchterlichen Bremsweg hat. So. Sind wir hier ganz schnell. Also. Pumpen. Jetzt wird's lustig. Oder auch nicht. 1, 2, 3, 4. Wie habe ich denn das da gelöst? Ja, da hat das gut gepasst mit den Pumpen, ne? Vom Platz her. 1, 2, wenn ich jetzt Platz lasse. Wenn ich die jetzt da und dahin mache. Irgendwie ist das falsch. Ich glaube, so ist richtig. 1, 2, 3, 4. Ja, so sieht es besser aus. Ach ja, das sind ja immer im Prinzip 3 Tanks, die da befüllt werden, ne? 1, 2. Da muss man mal gucken, wie das dann mit den Tankwaggons funktioniert. 1, 2, 3, 4. Weil so gesehen ist das eigentlich Unsinn mit 4 Pumpen. Weil jeder Tankwaggon eh nur 3 Pumpen unterstützt, ne? Wenn ich mal genau drüber nachdenke. Okay. Lassen wir die mal und dann holen wir uns mal einen Mustertankwaggon. Und an dem richten wir dann die Pumpen aus. Da ist er. Ach so, die haben auch keinen Strom gerade.
Ja, Strom brauchen wir dafür natürlich schon. Ah, was ist hier schon wieder los? Ja, geht noch. Strom würde ich sagen, machen wir da so hin. Und dann hier so mit einer durchgehenden Fläche. Also nicht auf Max Abstand, sondern auf maximale Abdeckung. Weil wer weiß, was hier noch alles hinkommt. So. Ist die Pumpe jetzt verbunden? Nee. Okay, ich glaube, wir müssen das mit einem Zug koppeln hier. Lokomotive. Tankwaggon. Und dann brauchen wir aber so gesehen drei Tankwaggons. Woran mangelt es? An Stahlträgern und an Rohren? Was? Das sind alle Rohre, die ich gebaut habe, die. Yo. Okay. Also Eisen ist jetzt nicht unbedingt das Problem, aber ich bin schon ein bisschen schockiert. Ja, das löst das Rohrproblem zwar, aber halt nicht das Tankproblem. Moment mal, ist hier unten nicht eine Trash-Kiste? Ich würde hier gerne mal kurz ein bisschen was ablagern. Na gut, so viel Trash ist hier gar nicht, ne? Ist eigentlich alles recht wert. Ja, wobei die hier. Boah, das Zeug hier schleppe ich auch schon 100 Jahre rum. Konstanter Kombinator. Ja, komm, sowas kann raus. So. Jetzt ein bisschen Platz. So, dann ich Holzkisten noch. So. Und dann holen wir uns ein bisschen Stahl. Wir haben hier oben ja eine Stahlschmelze. Irgendwo hier hinten. Eine kleine, aber ich meine, sie tut's ja. Aber dieses Piep-Piep immer. So. Fluppdiwuppdi. So, noch zwei Stück, ne? Ja. Ja, noch zwei Stück. Und wir könnten ja zur Not noch mehr bauen. Wir können ja dann später auch hier die MK3 bauen. Die haben halt einfach nur mehr Kapazität, ne? Mehr Kapazität und mehr Gesundheit. Für den Fall eines Alien-Angriffs. Die können 25.000 Liter, die 37 und die 50.000 Liter, ja. Gut, aber das ist ja erstmal nicht so das Problem. So, wenn ich das richtig sehe, Lok 1, 2, 3, ach nicht 4. Tatsächlich 4 Waggons pro Zug, okay. So, und da sieht man auch, hier sind drei Tanks und drei Anschlüsse für Pumpen. Deshalb bringen vier Pumpen halt gar nichts. Dieser Bahnhof ist. Wie habe ich das gesagt? Hier. Also hier sind ja die Sachen angeschlossen. Und das ist das. Und das geht darauf. Das ist. Raffalkan. Gas. So. Und dann geben wir dem noch kurz Strom. So. Und jetzt sagen wir, hey, du fährst bitte mal kurz zu. Raffalkan-Gas. Wartebedingungen. Ja, Flüssigkeitsmenge, keine Ahnung. Warten bis Flüssigkeitsmenge gleich viel. So. Und jetzt sage ich einfach nur zur Station fahren. So. Und da sehen wir jetzt die Pumpe. Perfekt.
Nichts anderes wollte ich haben. Und jetzt müssen wir halt schauen. Wenn wir das so bauen, ist es, glaube ich, sinnvoller. Ja, so funktioniert's. Sehr gut. Das heißt, wir setzen immer. Naja, wie viel Abstand machen wir da jetzt, ne? Boah, schwierig, schwierig. Weil die würde ja dann den ersten befüllen. Und die hier. Den zweiten. Ja, und dann nochmal einer Abstand und die den dritten. Ja, doch, das funktioniert schon so. Also wenn wir die Stromleitungen mal alle so aneinander setzen, wie gehabt, dann einfach hergehen. Und wie viel Abstand ist da jetzt? Zwei. Eins, zwei, zack, zack, zack. Und eins, zwei, zack, zack und zack. Ja. Ja, ich glaube, da kommen wir auf eine gemeinschaftliche Lösung hier. Weil so sind jetzt alle Tanks angeschlossen. Und sobald ich jetzt losfahren will, manuell Betrieb. Docken die alle ab. So, jetzt schauen wir nochmal. So, wir gehen her und sagen, zur Station fahren. Jawohl, so funktioniert's. Okay, super. Ich finde die Pumpen sau cool, wie die dann so einklappen. Und vor allem, die sehen anders aus, als würde man so eine Inline. Genau. Die am Gleis haben diesen Befüllungsstutzen und die Förderpumpen nicht. Apropos Förderpumpen, da war ja noch was. Und zwar. Ach, die braucht zwei Platz, die Förderpumpe. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann müssen wir die eins weiter setzen. Nee, so passt schon. So. Okay. Okay. Das ist in Ordnung. Und hier rein muss ich ja eigentlich nie. Daher passt das auch. 1, 2, 1, 2. Pumpe. Zack, zack. Dann hier dasselbe. Aber ich glaube, meine ganzen Fehler, die ich hier gemacht habe mit den Pumpen, die standen alle schon in den Kommentaren. Es tut mir leid. Passiert. So. Bei denen weiß ich ja immer noch nicht, wie wir es genau machen. Und dann immer schön in die Ecke, oder? Ja. Finde ich gut. So, und die pumpen das jetzt dann mit Hochdruck hier rein. Und dann entsprechend dahin, wo es hin soll. Und ja, die ganze Pumpengeschichte hier, die muss nochmal weg. 1, 2, 3, 4. Und dann bauen wir die einfach parallel zu denen. Zack. Zack. So. Weil dann funktioniert das halt auch, weil da haben wir es ja am lebenden Objekt getestet. Eins, zwei und drei. So, dann noch ein Rohr. Genauso wie da. Oder noch hier die Pumpen. Und das da kann eigentlich weg dann. Genau.
3. Der ist jetzt natürlich maßlos überdimensioniert, ne? Für unsere Zwecke. Aber wer weiß, wie viel wir später noch brauchen. Und wenn da dann im Minutentakt oder Sekundentakt irgendwie Züge angeschissen kommen, ja, dann ist das nicht so optimal. Die drei Dinge. Aber das ist auch eine Füllstation, ne? Ja, da klar. Dann können wir hier auch schon mal Pumpen dran machen. Weil das Prinzip bleibt ja dasselbe. Das Prinzip bleibt dasselbe. So. Ja, eigentlich sind immer zwei Abstand, einer, ne? Eins, zwei, einer. So, dann noch das Stromnetz. Und da war das... Dahin. Und dann im Grunde einfach nur so gesetzt, dass es eine durchgehende blaue Versorgungsfläche gibt. Und alles ist schön. Und das passt doch immer perfekt, weil wir alles ganz genau gemacht haben. Tja, da zahlt sich Präzision mal aus. So, das kann ins Inventar. Schön. Glaube ich. Hier oben, das sollten wir auch noch schöner machen. Am besten, ja, einfach so, ne? Einfach hier ins Gitternetz einschließen. Das ist ein leerer dazwischen, okay. Also quasi so. 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 Okay. Die könnten ja langsam mal fertig werden. Ah, der ist fertig. Ah, sehr gut. Okay, die werden als nächstes fertig. Ja, es wird aber alles noch ein bisschen sich ziehen, bis wir da den Platz kriegen. Okay, dann gehen wir mal auf Arbeitsroboter-Transportmenge oder... Oder schnellere Züge. Also mehr Bremskraft ist ja im Prinzip gleich schnellere Züge. Ja, okay, wir können erstmal ein bisschen mehr... Bessere Bremsen. Die Bremswege sind schon fürchterlich, das ist schon richtig. Gut. Damit wäre der Verladebahnhof schon mal soweit fertig, zumindest soweit es geht. Hier kann man ja noch nichts machen. Hier unten ist das schon, das gefällt mir ganz gut. Ja, die hier müssen jetzt noch dran, ne? Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir die hier mit einreihen. In dieses Pipeline-Gebilde. Dementsprechend können wir die dann eigentlich auch ganz genauso anschließen, fällt mir gerade auf. Gibt jetzt keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Außer, dass wir keine Rohre mehr haben. So, eins, zwei. So. Pumpen. Pumpe. So, dann auch hier. Erstmal die Abpump-Automatik. So. Genau. So, und dann geht's mit Unterirdischen zu den entsprechenden Bahnhöfen. Das wäre für den der da. Gucken wir mal.
Das ist ja genauso wie... Nee, es ist eigentlich... Warum habe ich das da so gemacht? Ich wollte, glaube ich, sehen, was drin ist, aber das sehen wir ja hier schon. Ne? Weil wenn wir das so machen, dann haben wir ein bisschen mehr Platz zum Durchlaufen. Und das geht ja immer noch so. So. Das ist dann immer so der Zwischenschritt auf den einzelnen Bahnsteigen bis zum Zielbahnsteig. Da geht es dann direkt an die Leitung. Hier kann man dann immer sehen, was durchläuft. Okay, das sehe ich ein. Gut. Ja, und der letzte Verladebahnhof, der ist halt dann da irgendwo. Ich meine, wir können ja schon mal die Leitungen dran machen. Aber sonst geht halt noch nicht so viel. So. Immer direkt neben dem Gleis, ne? Das ist hin, das ist zurück und das ist dann der nächste Verladebahnhof. Quasi... So, nee, ist falsch, ne? Die Pumpe braucht ja zwei Platz. Die Pumpe, da ist das. Und das heißt, es würde dann dahin gehen. Okay. Ganz schön fummelig hier. Und ich weiß natürlich, dass jedes Rohr hier, das ich hier reinsetze zum Gucken, nochmal zusätzlich die Fließgeschwindigkeit negativ beeinträchtigt. Aber ich denke, das ist durch diese zwei Pumpen hier vernachlässigbar. Und da ist es dann auch so, wo ich Optik ein bisschen gegen Effizienz. Das ist, ich weiß, als Deutscher darf ich sowas nicht machen. So, ineffizient. Aber so ein bisschen effizient kann man dann schon, also im einstelligen Prozentbereich Effizienz kann man für Optik schon ausgeben. Gut. Also. Befüllstation, Durchfahrtsgleis, Rückfahrgleis, Befüllstation und das hier wird eine Anlieferungsstation für sowas wie Eisenplatten oder so. Oder wir ziehen halt den Hub hier runter und ziehen so ein Fließband darüber. Das weiß ich noch nicht genau. Wäre eigentlich die schlauere Variante. So. Jetzt wird's lustig. Nicht. Die Anlagen hier müssen jetzt erstmal weg. Moment. Kann ich hier... So. Setzen wir den mal irgendwo hier hin, wo Strom gibt. Dann brauchen wir noch ein paar, oder zumindest eine Logistikkiste und Arbeitsdrohnen. Bauroboter haben wir nicht. Toll. Ja, das wäre jetzt der optimale Fall, wo Bauroboter gut wären. Nee. Aber zumindest schon mal die Infrastruktur hierfür gemacht. Und später nehmen wir dann die Roboter. La, 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 la. Da ist eh nichts drin, weg damit. Da ist auch nichts drin, weg damit. Ja, tut ein bisschen weh, da wir das ja eben quasi gerade erst gebaut haben. Aber das war einfach nicht klug, so wie ich es gebaut habe. Es war einfach nicht klug. Wir brauchen dieses Teil, aber woanders. Und auch hier die Wasserzufuhr. Diese langen Leitungen ohne Pumpen, das ist alles nicht klug. Aber ich wusste halt vorher auch nicht besser. Das macht es zwar nicht besser, aber zumindest ist das die Erklärung dafür. Naja, egal. So, einfach weg.
Weil wir brauchen jetzt dann ein so riesiges Chemiewerk, dass das hier der reinste Kindergarten ist. So, ach ja. So. So. Ach, hier mache ich dann zwischendrin überall Pumpen rein. Da. So, es ist offiziell angeschlossen. Das bedeutet, hier geht was. Oh, und die Pumpen hier arbeiten auch schon fleißig. Ja. Die arbeiten hier schon fleißig und sorgen dafür, dass das hier alles langsam befüllt wird. Oh, Schweröl ist schon. Oh, wow, wow. Wie viel haben wir davon, bitte? Ist hier schon alles voll, krass. Leichtöl eher nicht, haben wir nichts. Aber schaut euch mal die Füllstände von den Tanks an. Wie viel haben wir von dem Mist? Ich glaube, das war voll. Kangas. Alles klar. Hier oben sind ja die Raffinerien, die Erdölraffinerien. Die beiden im Moment noch. Ja. Die arbeiten jetzt wieder auf Vollgas. Ich glaube, die waren vorher voll mit Schweröl. Okay. Uff. Es wäre natürlich schon schön, wenn wir direkt eine Wasserquelle in der Nähe hätten, aber das ist halt auch ein bisschen problematisch, ne? So, hier die Rohre machen wir mal kurz ein Stückchen weg. Also ich habe jetzt nicht einen konkreten Plan, ich entwickle hier quasi live in meinem Kopf den Plan. Daher kann das den Eindruck erwecken, als hätte ich gar keinen Plan. Im Prinzip ist es auch so. Also, was wir ja noch haben wollen, ist unter anderem Schmiermittel und das braucht nur Schweröl, was es ziemlich einfach macht. Das bedeutet, dass wir hier am besten einfach ja, so ein bisschen Abstand, sagen wir 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. Und da dann immer zwei nebeneinander ein Abstand oder so wie bei den Schmelzen auch. Wie viele von den Chemiefabriken können wir bauen? Keine. Weil uns Schaltkreise fehlen. Okay. Holen wir uns Schaltkreise. Wir brauchen Chemiefabriken. Viele. Viele, viele Chemiefabriken. Und Eisen. By the way auch. Also nehmen wir auch noch Eisen mit. So, und damit machen wir unter anderem mal so 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Schaltkreise. Oh, hier ist auch schon over. Okay, wo over ist, bauen wir einfach schon mal ab. Ah, das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Bei dem geht's. Okay, also ich würde sagen, die Reserven reichen auf jeden Fall noch locker aus, bis wir mit dem Main-Bus hier unten sind. Da war Natur, die musste weg, ist klar, ne? Ah, Moment, da ist das, was ich will. Da ist, was ich suche. Schaltkreise, leckerschmecker. 15 Chemiefabriken, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das da unten wird eine Chemiefabrik,
Ich sage euch, Bayer wäre stolz auf mich. Wenn die das Let's Play sehen, dann blasten die vor Neid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, jetzt 30 Chemiefabriken. Ist schon eher die Hausnummer, an die wir wollen. Moment mal. Alles canceln. Alles canceln. So. Nicht. Wir haben hier eine Zahnradproduktion. Und wenn es an Zahnrädern mangelt, dann stimmt irgendwas ganz und gar nicht. So. 10, 20, 25. So. Aber bitte. Zahnräder im Inventar craften, ich bitte euch. Das ist 1, 2, 3, 4. Also was wir hier bauen, dafür reichen die Raffinerien da oben halt never ever aus, aber die werden ja auch geupgradet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und da sagen wir Schmiermittel. Forschung. Was ja auch wichtige Forschungen sind für später, ist ja hier Raketenfeuerrate. Vielleicht machen wir das mal. So, hier einmal die Versorgung mit Schweröl und einmal die Rückführung mit Schmiermittel. Wir zapfen hier an und gehen dann bis... Ah, wir können sogar bis hier hingehen. Ja, immer dran, ne? So. Dann haben wir hier das. Dann würde ich sagen, wird diese Pipeline einfach Geschmiermittel. So. Wobei das hier natürlich auch wieder unterirdisch geht. Allein schon, damit man durchlaufen kann. Aber auch für den Durchfluss. So, und ich würde sagen, dass wir hier vom Werk aus direkt mit einer Pumpe das in die Pipeline pumpen. Wir müssen mehr Pumpen bauen. So. Einfach um den Durchsatz innerhalb der Rohre auf einem vernünftigen Niveau zu halten. Und da sieht man, dass das ziemlich gut abgesaugt wird hier raus. Ja. Sehr gut. Und das läuft jetzt hier in den Tank. Oh, das ist so wunderschön. Und für was war der letzte Tank? Ui, Raketenfeuerrate. Kommen wir gleich nochmal. Der letzte Tank war für Schwefelsäure. Ah ja. Da war ja was. Das ist ja der Hauptgrund eigentlich, warum wir hier sind. I remember. Ich würde sagen, wir lassen hier noch Luft für theoretisch noch eine Reihe. Wer weiß, wie viel wir noch brauchen. Und dann 1, 2, 3 Abstand. Und da kann dann im Prinzip die Anlage für Spiel, ja, wobei die kann auch hier unten hin, ne? Hier so. Ich überlege gerade, weil wir müssen ja auch mit Fließbändern für Eisen hin und das ist ja eigentlich optimal, wenn das hier vorbei kann. Also wenn wir mal Fließbänder nehmen und sagen, hier wird Eisen zugeliefert. Hm.
Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Also Schwefelsäure braucht Eisen, Schwefel und Wasser. Ach so, Schwefel brauchen wir vorher auch noch. Ah ja. Wie war das? Moment. Zack. Dann 3 Abstand. Ja, dann nochmal 3 Abstand und dann könnten wir hier eine Schwefelfabrik bauen. Ich baue die jetzt einfach mal alle so in gleichen Dimensionen, 10 Stück. Und aber mit genug Platz eben für Erweiterungen. So, Schwefel. Das wird jetzt schon ein bisschen trickier, weil wir hier Wasser und Wasser und Alkangas brauchen. Andererseits wird es einfacher, weil wir hier die Items direkt abbefördern können. Um dann zum Beispiel hier auf diesem Fließband zu münden. Dann wäre oben Schwefel und unten Eisen. Das ginge. Wir können es sogar so machen, dass wir, egal was für ein Unfug wir anstellen, wir müssen gar nicht so weit hoch. So, egal was für einen Unfug wir anstellen, wir haben immer die Einteilung, die wir brauchen. Oben Schwefel, unten Eisen. Auch wenn man hier irgendwie das durcheinander kommt. Denn... Uff. Okay, das wird definitiv schwieriger. Aber wir haben noch 9... Ah, wir machen nochmal 5 auf Halde. Weil wir können die jetzt nicht einfach so... Doch, können wir. Ja, nee. Ja, nein, vielleicht. Wenn ihr das so machen. So geht's. Okay, Moment. Also es geht in Zweiergrüppchen, aber mit größeren Abständen dazwischen. So. Also wir ziehen das hier einfach mal so durch. Und dann quasi jeder Dritte kommt raus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann brauchen wir nochmal den, der kommt raus und den. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wobei ich jetzt gar nicht geschaut habe. Okay, ich sollte vielleicht mal gucken hier. 2 Schwefel brauchen 1 Sekunde. Und in einer Sekunde können aber 5 Schwefel verarbeitet werden zur Schwefelsäure. Das heißt, 2,5 Schwefelproduktionen, also 5 Schwefelproduktionen pro Schwefelsäureproduktion. Wir haben 10. Das heißt, wir brauchen eigentlich hier unten nur 5 oder hier oben die doppelte Menge. Und da ich jetzt nicht unbedingt der Fan von Downsizing bin, wir verstehen uns, oder? So. Schwefel. Ja, ja doch. Ich glaube, ich habe richtig gerechnet, ne? Nee, wartet.
Wir brauchen 5 Anlagen. Ne, ich habe nicht richtig gerechnet. Moment. Wir brauchen 5 Anlagen. 1, 2, 3, 4, 5. Also einen halben Block für 2 Schwefelsäurefabriken. Das heißt, mit 20 können wir nur 4 versorgen. Oha. Echt jetzt? 5 Schwefelsäure pro Sekunde. 2 Schwefel pro Sekunde. Genau. Verbrauch 5 Schwefel pro Sekunde. Moment, ich stelle das hier mal kurz ein. Das heißt, der Verbrauch von 4. 10 ist 20 Schwefel pro Sekunde. Richtig? Bei einer braucht er 5, so ein Block braucht 10, 2 Blöcke brauchen 20 Schwefel pro Sekunde. Wir haben hier 20, die 2, also 40. Okay, also reichen die dafür. Okay, gut, dann reißen wir die beiden ab. Dann sind wir aber auch von der Größe her ungefähr gleich. Das passt dann schon. Dann haben wir 8. 8 auf 20. Ich glaube, damit kann man arbeiten. So. So, und jetzt seht ihr wahrscheinlich schon, in welche Richtung mein Plan geht. Uff, das wird ganz knapp hier, du. Uiuiui. Aber es geht. 1, 2, 3. Nein. Woran mangelt's? Wieder an Schaltkreisen wahrscheinlich. Aber hier unten ist Kupfer. Also es sollte gehen, dass wir dann halt den einen Schaltkreis oder was auch immer fehlt im Inventar machen. Ja, genau. Schon wieder ein Angriff, ey. Regt mich nicht auf. So, und der Plan ist einfach. So. Dann kommt das hier, wird aufgesplittet und zu jedem geht ein Strang hin. Es sollte halt mehr als genug hier ankommen. Der Verbrauch an Eisenplatten, wie ist denn der? Eine Eisenplatte pro Sekunde. Ja, das ist schon okay. Und 5 Schwefel pro Sekunde. Also wir sind halt ziemlich in einem Gleichgewicht, ne? Aber es hat oben auch funktioniert. Jetzt fehlt aber irgendwie einer. Das hat ja hier oben bei der Fabrik auch funktioniert. Ach ja, und was ich unbedingt jetzt mal hier unten machen möchte auch. Das ist wichtig. Definitiv ist das wichtig. So, ein Radar. Oder haben wir noch ein Radar in der Tasche? Nee. So, welche Range hat denn das? Okay, das deckt den ganzen Bahnhof ab. Bis hier drüben. Hier eine Menge Platz. Hier die Raffinerie. Bis... Ah, hier ist schon das nächste Radar. Unser Radar geht bis hier. Deckt sogar das noch ab. Und da ist dann schon das nächste Radar von da. Ja, langsam wird das was, ne? Logistiknetze. Es wäre noch schön, wenn die Radarabdeckung angezeigt werden würde. Aber gut. Das ist vielleicht auch Luxus. Gefällt mir. Also, wir haben jetzt das. Denn hier unten, das ist natürlich wieder einfach. Hier wird einfach nur Schwefelsäure rausgepumpt. Und zwar hier rein. Und zwar gepumpt. So. Hier muss Wasser hin. Ich
Ich verbinde mal die ganzen Anschlüsse erstmal miteinander. Huch. Also unterirdische Rohre haben wir definitiv genug. Genau, dann verbinden wir die alle miteinander. Da fehlt ein Rohr. Ja, ich würde sagen, es bringt nichts, hier auf riesige Abstände zu gehen. Wir müssen einfach hier hoch mit der Pipeline. Beziehungsweise anders. Da das halt ziemlich im Weg ist, diese dicke, lange Leitung. So, so reduzieren wir auch massiv den Verlust durch die Flussrate. Ah ja, das ist ja suboptimal. Aber gut. So, dann können wir hier die Rohre mal alle mitnehmen. Die brauchen wir nicht mehr. Oh shit. Oh, jetzt habe ich wirklich nicht auf die Zeit. Alter. 51 Minuten. Okay. Jetzt ist aber wirklich echt. Oh Gott. Okay. Ihr habt gesagt, es ist egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns übermorgen wieder bei der nächsten Folge Factorio. Bis dann. Tschüss.